aandacht, predikt. Und wir sind noch immer in dieser Corona-Zeit, Coronavirus-Zeit, Covid-19. Und viele haben da viele Verluste gelitten, sind beängstigt, für was für einen Grund auch. Und ich möchte einfach einen sehr einfachen Studien geben anhand von ein paar Versen im Buch Job. Und damit anfangen mit Job Kapitel 1. Job Kapitel 1, Vers 20, 21 und Vers 22. Der Zusammenhang ist, dass Job 10 Kinder hat, die in einem Tag sterben, eine Menge Wohlstand hat, materielle Güter hat, die in einem Tag weggenommen wird. Und das wird, kannst du alles nachlesen in Vers 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 von Job 1. Job 1, Vers 20, da stund Job auf und zerriss sein Kleid und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. Und sprach, ich bin nackend von meiner Mutterleib kommen, nackend werde ich wieder dahin fahren, der hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Job nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Lassen wir noch beten. Vater, wir danken nochmals für dein Wort. Und es ist immer ein Wort, was uns anspricht, lebendig ist und das uns gibt, was wir brauchen. Bete auch für die Weisheit und Erfüllung mit deinem Heiligen Geist, um dieses Wort klar und verständlich zu predigen und zu übertragen diesen Abend. Wir beten das in Jesu Christi Namen. Amen. Job hat sehr viel verloren. Wie ihr in Nordwesteuropa Leute, also bestimmte Bereiche, bestimmte Berufe, sehr viel verloren haben. An Geld, materielle Güter, in Zukunftserwartung und vielleicht durch große Angst und Panik getroffen sind. Ich möchte, um nicht die Sache um die zu unterschätzen, ein paar Dinge lesen. Das sind ein paar Sachen vom Schweizer Bund. Man kann sie in K-Tipp nachlesen. Ich lese ein paar Stellen. Haben die Behörde bei der Bekämpfung des Coronavirus überreagiert, ist die Frage. Ist es am Ende gar nicht viel schlimmer als eine normale Grippe? Das ist schwer zu beurteilen. Sowohl in der Schweiz fehlen seriöse Zahlen, sowohl zu Corona als auch zur Grippe. Grippe, das Bundesamt für Statistik, das ist in der Schweiz nochmals, nicht in Österreich oder Deutschland, weist für die letzten 10 Jahre nur wenige grippebedingte Todesfälle aus, zwischen 3 im Jahr 2010 und 284 im Jahr 2017. Die Zahlen sind selbstverständlich viel zu niedrig, das wissen auch die Statistiker. Sie schreiben schon in 2013, Zitat, Grippe betrifft häufig Menschen, die von anderen Grundkrankheiten geschwächt sind und erscheint deshalb meist nicht selbst als Haupttodesursache, Ende Zitat. In der Todesursache-Statistik wird jeweils nur eine Diagnose aufgeführt. Nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation ist dies die Grundkrankheit und nicht die Krankheit, die zum Tode führte. Nun bezüglich Corona. Ebenso wenig verlässlich ist die Zahl von bislang 1059 Covid-19-Toten, Stand 17. April. Denn das Bundesamt für Gesundheit, Zitat, weist Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 aus, wenn für die verstorbene Person ein positiver Labortest vorliegt, in der Zitat. Das heißt, in der Covid-19-Statistik zählt nicht die Grundkrankheit, sondern immer die Covid-19-Diagnose. Das ist ganz anders bei der Grippe. Das heißt konkret, wenn ein Krebskranker an der Grippe stirbt, dann gilt der Krebs als Todesursache. Wenn ein Krebskranker hingegen an Corona stirbt, dann gilt Corona als Todesursache. Mit anderen Worten, die Zahl der Grippetoten, die das Bundesamt für Statistik veröffentlicht, ist nicht vergleichbar mit der Zahl der Covid-19-Toten, die das Bundesamt für Gesundheit publiziert. Hilfreicher für Vergleiche deshalb ein Blick auf die Zahl Todesfälle. Das Bundesamt für Statistik berechnet, gestützt auf die in den letzten Jahren Gestorbenen, für jede einzelne Woche, wie viele Todesfälle zu erwarten sind.
Gegenwärtig sind das bei den über 65-Jährigen 1010 bis 1181 Leute pro Woche, die sterben. Überschreitet die Zahl der Todesfälle diese Bandbreite, sprechen die Statistiker von einer Übersterblichkeit. Häufig gibt es Übersterblichkeiten in den Monaten Januar bis März wegen Grippewelle, seltener in den Monaten Juni bis August wegen Hitzewelle. Nun, hier die Zahlen. Todesfälle in den ersten 14 Wochen des Jahres von 2015 bis 2020, das ist in die sechs letzten Jahre. Das ist unterteilt in eine Gruppe, die unter 65 waren, wenn sie gestorben sind, und eine Gruppe, die über 65 Jahre waren, wenn sie gestorben sind. In 2015 kommt, wir fangen an mit den Leuten, die unter 65 Jahre alt sind, wenn sie gestorben sind. 2015 sind das 2651, 2016 2492, 2017 2467, 2018 2549, 2019 2388, das ist das letzte, das tiefste von den 5 Jahren soweit, und dann kommt es 2020, 2387. Das ist die tiefste Zahl in den letzten 6 Jahren an Todesfällen, unter 65 Jahren. Dann sagt sie, ja, aber du musst auch diejenigen dazu rechnen, über 65 Jahre. Über 65 Jahre waren in 2015 18.779 Leute, die gestorben sind in der Schweiz. In 2016 waren das 15.783. In 2017 waren das 17.788. In 2018 17.775, in 2019 17.360 und in 2020 17.398. Das ist nicht besonders mehr als in letztes Jahr. Da waren es nur 38 Leute mehr über 65, die gestorben sind. Und in 2018, 2 Jahren her, war die Zahl 17.775. Also ein Unterschied von ungefähr 377 Leute mehr, die in 2018 gestorben sind, über 65 in den ersten 14 Wochen. Und da waren auch mehr Leute in 2017, die dann gestorben sind, und 2015. Das heißt, diese Corona-Krankheit ist nicht zu unterschätzen, aber auch nicht zu überschätzen. Und das einfach als kleine Unterstützung für diejenigen, die dadurch sehr große Panik bekommen haben, Angst bekommen haben, das vielleicht auch psychosomatisch wirken kann. Man muss vorsichtig sein, absolut, die Vorschläge des Bundesrats in Acht nehmen, absolut. Aber ich glaube, dass ein Panik oder große Angst nicht berechtigt ist anhand von dieser Tatsache. Und Todesfälle in der Schweiz in den ersten 14 Wochen, wenn wir das vergleichen, in den letzten 6 Jahren. Zurück zu unserem Text. Job doch dagegen, die hat etwas verloren, die hat 10 Kinder verloren und all seine Güter, Vieh und materielle Wohlstand. Und was tut Job dann? Und darüber möchte ich sprechen, die korrekte Reaktion von einem Mann wie Job. Job 1, Vers 20 ist unser Kerntext. Da stund Job auf und zerriss sein Kleid und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. Und dann spricht er. Er betet an. Anbeten bedeutet, dein Schöpfer als Gott Lob, Dank und Preis geben. Das tut er, denn Gott erlaubt hat, dass der Satan ihm all diese Dinge weggenommen hat. 10 Kinder und all sein materieller Wohlstand. Und das ist eine außerordentliche Sache von einem Mann, der wirklich gottesfürchtig ist und weiß, Gott hat alles in seine Hände, auch die Kalamitäten und Pestilenzien. Und nochmals, die meisten, die Angst haben, die Trauer haben, die Sorge haben, die finanzielle Schwierigkeit haben, absolut nicht zu unterschätzen, die anbeten sicher nicht.
Das soll ein Mensch doch tun, sagt die Schrift. Er hat in sein Trauer niemals aufgehört, Gott anzubeten. Und Gott wurde geehrt und später sollen wir sehen, am Ende seines Lebens, in Job 42, bekommt er zweimal so viel zurück, als das, was er verloren hat in Job 1 und 2. Das Erste, was wir lernen in dieser Reaktion von Job, und nogmaals, jeder von uns soll mal Kalabedetten durchmachen, wenn du noch keine bekommen hast, mach dich keine Sorgen, die Kalabedetten kommen von selber. Du brauchst nicht aufzusuchen, als Bibelgläubiger, Christ, kommen alle Trübsale und ihnen von selber auf dich zu. Das Erste, was wir lernen können, ist, er hat sich unterordnet an seinen Gott. Anbetung offenbart Gottes Herzzustand, das ist ein Herzzustand, die unterordnet ist an den lebendigen Gott. Hat Gott nicht beschuldigt. Er konnte es tun, Gott hat es ganz klar erlaubt. Und doch kam, Vers 22, nichts Törichtes wie der Gott aus seinem Munde. Nochmals, die größte Sünde fängt an mit dem Mund. Da muss man nachlegen in 1. Mose 1, 2 und 3, wie oft hat er geschrieben, und Gott sagte aus seinem Mund, was der Mensch sagt, was der Mensch nimmt in seinem Mund, das kommt oft entweder in den Mund, verbotene Frucht, oder außerhalb des Mundes, Lügen, was ein Mensch verunreinigt. Aber nicht bei Job. Und wenn man versucht wird oder geprüft wird, ist es sehr einfach, um Gott zu verfluchen, zu beschuldigen. Indirekt. Und ab und zu musst du im Glauben die Weisheit des Allmächtigen vertrauen, dass er weiß, was gut ist für dich. Dass er eine bestimmte Prüfung erlaubt in dein bestes Interesse. Ja, nee, weiß ich noch, dann war ein Freund von mir, die musste ein Flugzeug holen und hat Gefahr, aber war Stau und hat es nicht geholt. Und es war eine wichtige Begegnung und hat gesagt, Gott, wieso? Und das Flugzeug ist dann in der Tat nicht gut angekommen. Ist verunfällt, verunglückt. Das wusste er nicht. Später hat er Gott gedankt. Es wäre besser gewesen, als Gott gedankt hat und gesagt hat, Gott, ich habe getan, was ich konnte. Ich preise dich, du weißt sicher, warum das so gegangen ist. Und wenn ich weiter in Job 23, Vers 10, sehen wir da auch ein Beispiel bei Job. Wenn Job möchte sich für Gottes Richterstuhl stellen und wir lesen in Job 23, Vers 10, er aber kennt meinen Weg wohl. Er versuche mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Nou, warum kann er das sagen? Weil er sagt in das nächste Vers, Vers 11, denn ich setze meinen Fuß auf seine Bahn und halte seinen Weg und weiche nicht ab. Wenn du Gottes Werk tut auf seine Art und Weise und sein Weg geht, und er kommt Elend und Paulus und auch Jesus Christus haben Menge Elend und Trübsale und Verfolgung bekommen, dann sagen sie beide, oder kann man mit ihnen sagen, ich will erfunden werden wie das Gott. Das ist bei Jesus Christus so gewesen. Ich bin den Toten auferstanden, was wir mit Osten gedacht, erinnert haben. Und Paulus war ein Mann, der wusste, sein Leben ist zu Ende, aber hat seinen Lauf beendet. Und wenn dein Lebenslauf voll mit Ärger und Enttäuschungen ist, dann hat Gott etwas später für dich, um dich doppelt zu segnen. Das geht auch für Christen, speziell für Christen in Ländern, wo sehr viel Verfolgung ist. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 12 lesen wir: Ihr Lieben, lasset euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zu der Zeit der Offenbarung seine Herrlichkeit, Freude und Wonne haben möget. Man soll sich freuen in die Schwierigkeit und der Trübsal, weil du als Christ dieses leiden sollst. Und das ist dann auch so, wenn er zurückkommt bei seiner Offenbarung, wenn er in Herrlichkeit erscheint, zweite kommen Jesus Christus, soll auch dann Freude und Wonne haben möget. Das fängt hier schon an. Du hast einen ewigen Blick. Du weißt, Gott hat es mit einem bestimmten Zweck erlaubt. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 7 lesen wir, dass euren Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde,
in das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lobe, Preis und Ehre, wenn nun offenbar wird Jesus Christus. Also diesen Glaube von Job, diesen Glaube, die du hältst und die nur, dass sich nun steigert, wenn du in Trübsale und Verfolgungen durchziehst, ist zur Ehre und Verherrlichung des Herrn Jesus Christus, dein Erlöser. Und was ihr wird verglichen mit Gold, das durch Feuer bewährt wird. Also wenn das Feuer wirklich heiß ist, dann kommt ein hochkarätiges Gold aus. Und so erlaubt Gott, und oft Schwierigkeiten in unserem Leben, diesen Glaube sich stärkt. Glaube kommt durch das Hören durch die Predigt, durch das Wort Gottes. Predigt ist sehr oft verbunden mit Gottes Wort und Glaubenswachstum. Nicht nur sehen wir, dass er sich unterordnete an Gott, wir sehen auch zweitens, er hat Kraft von Gott bekommen. Anbetung gibt dich Kraft für Versuchungen und Prüfungen. Oft denkst du dann, ja weißt du, wenn da Schwierigkeiten kommen, wie ein Coronavirus, ich darf nicht schaffen und so weiter, und mein Geschäft geht kaputt, ich habe keine Zeit mehr, um Gebet zu beten und Gottes Wort zu suchen, es ist mir einfach zu viel. Oder man ist so in ein Trauer und in ein Panik bekommen, dass man sagt, ich kann nicht mehr normal denken und sicher nicht mehr Bibel lesen und beten. Das muss ich mal an die Seite schieben. Falsch. Du musst genau dann Gottes Angesicht suchen und ihm anfangen zu loben und zu preisen. Du brauchst geistliche Kraft und einen klaren Kopf sozusagen. Und vor allem Kraft von oben. In 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 lesen wir. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gottes Geist, der Heilige Geist, den du nun bekommen hast, soll dich führen und nicht ein Geist von Angst, ein Geist von Terror. Der Heilige Geist ist verbunden mit Kraft, ist die Liebe und Zucht. Kann Nein sagen. Bewusste Anbetung an Gott gibt dir Kraft und einen klaren Kopf in schweren Zeiten. Du brauchst kein Therapie. Kein Psycholog, kein Psychiater, die sind sicher, kommt vollkommen voll in diesen Tagen. Du brauchst in Anbetung den Herrn zu loben und dann bekommst du Kraft. Kommen wir in die Psalmen, wenn es ein Ort ist, wo David uns einiges lernen kann, in dieser Hinsicht ist es wel die Psalmen. 150 Kapitel, wo vor allem Gott gelobt wird. Das soll so sein in 1000-jährigen Reich, aber es soll auch so sein, genau wenn du vielleicht heute durch schwere Zustände geht und sagt, wie kann ich hier finanziell und materiell durchkommen in der kommenden Zeit. Psalm 27, Vers 14. Fangen wir mit Vers 13. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Das heißt, warte auf ihn. Wartet auf ihn, dass er durchkommt. Du sagst, ja, ich will nicht passiv sein, ich muss etwas tun. Ab und zu ist es sehr wichtig, dass du lernst zu warten, das Fleisch zu kreuzigen und zu sagen, Gott, ich überlasse dir, das muss das Volk Israel lernen, wenn sie aus Ägypten gezogen sind, da kam das ganze Heer von Pharao in der Nacht, was sagt der Herr, ich soll vor euch kämpfen und ihr solltet stille sein. Ab und zu musst du mal stille sein, auf den Herrn warten. Und wenn du nicht still stehst und nicht still bist, kann Gott dir wenig zeigen von ihm, von sich selber. Wenn er seine Herrlichkeit dir zeigt, dann hast du auch Kraft und Gnade, um die Schwierigkeiten des Alltags zu bewältigen. Psalm 31, Vers 25. Sei getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. Wenn du auf den Herrn wartest, harren, altes Wort, dann ist das Befehl, getrost und unverzagt zu sein, nicht zu versagen, also nicht zu aufzugeben, den Mut zu verlieren. Auf den Herrn harren heißt, deine Gedanken, deine Anbetung, dein Lob auf ihm sich richten lassen. Er gibt Ruhe, er gibt Stabilität, er gibt Friede. Das ist eine innerliche, bewusste Erfüllung durch der Heilige Geist. Und die ist Kraft, ist Liebe und hat eine klare Vernunft. Dann drittens, Job hat auch sein Durchhaltungsvermögen, seine Festigkeit und Loyalität an Gott gezeigt, wenn er hat angefangen, Gott zu preisen. Er preist Gott, nicht seine Frau. Er preist Gott.
Er ist eigentlich ein Beispiel, er steht sein Haus gut vor. Danach wird er noch von seinen Freunden beschuldigt, von alles Mögliche. Aber es ist vielleicht einfacher, Gott anzubeten, wenn es alles gut geht. Du bist errettet, das Geschäft geht gut, Arbeit geht gut, Familie geht gut. Und dann geht es plötzlich was weniger gut. Da kommt ein Sturm. Da kommt ein Schiff in einen riesen Sturm und du verlierst alles Mögliche. Dann ist die Frage, kannst du noch immer den gleichen Gott, den himmlischen Vater anbeten, loben und preisen. Das war diese Prüfung im Buch Job. Satan hat beansprucht und gesagt, ja, Job anbetet Gott nur, weil er so viel Wohlstand hat, weil er so viel Material von Gott gesegnet wurde, weil er 10 Kinder hat, die wenn man immer opfert und so weiter. Kein Wunder, dass er Gott dient. Aber Job hat das gelernt in guter Zeit. Weil Job hat Gott gedient und Opfer gebracht, wenn es ihm gut ging. Und wenn es ihm schlecht ging, hat er noch immer Gott gelobt und gepriesen. Gute Gewohnheiten sind wichtig, um festzuhalten. Als kleine Kinder, wie man ein Knabe gewohnt, auch wenn er alt ist, soll er es nicht vergessen. Und das gilt auch für dich als Christ, wenn du jung bist, lerne gute Gewohnheiten, verschiedene Zeiten, Bibelverse lernen, Anbetung, Gemeindebesuch am Sonntag, während der Woche. Eine Stunde an Bibelbetrachtung, an Gebetsstunde, während der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstagabend, ist echt nicht zu viel gefragt. Kannst diese Stunde nicht so planen, um Zeit für Gott zu nehmen? Oder willst du keine Zeit für Gott reservieren, nachdem Gott sich selber geopfert hat am Kreuz für deine Sünden? Die meisten können das nicht. Dann kommen sie im Ärger und dann sagen sie, Gott, wo bist du? Also Gott, ich war da, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, am Mittwochabend, aber du hast keine Zeit für mich gehabt. Nun brauchst du mich plötzlich wieder. Aber wir sehen in Jakobus Kapitel 5, Vers 11, dass diese Geduld von Job belohnt wurde. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Die Geduld Jobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Gott hat sich erbarmt über Job. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Das Ende von dieser Zeit, wo Jesus Christus zurückkommt. Und Gottes Geduld, oder das Geduld von Job, ist offenbart, in wie er sich verhaltet, wenn alles ihm weggenommen wird. Und für Geduld, speziell in Trübsalzeiten, Jakobus 1, Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Anfechtung erduldet. Das können auch solche Krisen sein. Ob sie von Staat oder nicht gesteuert werden oder von anderen gesteuert werden, schwer zu sagen. Aber Gott erlaubt das. Gott erlaubt Pestilenzien. Hungersnote. Das soll er auch tun nach den Rücken der Gemeinde, um sein Volk und die ganze Welt Aufmerksamkeit an sich zu ziehen und auch sein Gerichte zu geben über Israel und die Welt. Aber er bleibt treu, sein Überrest, der Überrest Israels soll erlöst werden und er verlangt, dass du als Christ auch treu bleibst an ihm. Meine Frage ist, was tust du, wenn du in diese persönlichen Prüfungen versucht wird? Anbetest du wie Job? Ist eine Gebetsstunde so. Ich hoffe, dass du Zeit so nimmst, um nicht nur Gott aller Dinge zu fragen als erstens, aber erst ihm anzubeten. Und ihm zu danken in diese schwere Situation. Sei dankbar in alles, sagt 1. Thessaloniker 5. Nicht vor alles, in alles. Du kannst in diese Situation Gott danken. Und kijk weiter. Gott loben. Und ihm anbeten, für wen er ist. Das soll nichts unterschiedlich sein, was für Situation wir uns befinden. Anbeten ist von einem Sünder, die erlöst ist und Gott lobt, der Gott von Himmel Erde lobt, für wen er ist, seine Barmherzigkeit und seine Erbarmen.
Jobs Anbetung an Gott in diese schreckliche Prüfungszeit und Verfolgung zeigte seine Unterordnung an Gott, hat ihm Kraft gegeben, durchzuziehen, auch wenn seine Freunde ihn angeklagt haben, und hat so sein Geduld bewiesen. Das waren Trittsteine, wo er sein Glauben hat wachsen sehen. Und Job musste doch eine Sache lernen, und das ist ein Problem, und das kann auch für uns ein Problem sein, seine Selbstgerechtigkeit. Weil die Neigung von den Leuten hier in dieser Gegend ist, sie sind von Natur selbstgerecht. Ich pack das schon, ich schaffe das schon. Und ich kann dir eine Sache sagen, du kannst dich selber nicht retten. Du bist verflucht und verdammt, wenn du hier sitzt und noch nicht von neuem geboren bist. Und zweitens, auch als Christ kannst du selbstgerecht sein. Ich pack das schon, ich schaffe es und du schaffst nichts. Gott kann so deine Gesundheit wegnehmen, mit einem unsichtbaren Virus kann er so eine ganze Wirtschaft plattlegen. Und dann was? Na dann nichts. Es ist nur du und Gott. Job hat Buße getan in Job 42. Dann sagt er in Vers 2, ich erkenne, dass du alles vermagst und kein Gedanke ist dir verborgen. Das hat er noch nicht gewusst. Hat ihm angebeten, aber Gott vermag alles. Er gibt und er nimmt. Vers 5, ich habe dich mit den Ohren gehört und meine Augen sehen dich auch nun. Darum schuldige ich mich und tue Buße in Staub und Asche. Job hat gesagt, hey Gott, ich bin relativ selbstgerecht. Im Alten Testament muss man gute Werke tun. Und hat er getan, hat geopfert für seine Kinder, hat gerade gearbeitet. Also innerlich hat er gesagt, Gott, eigentlich habe ich das an mich selber zu danken. Und das mich sonst schon gesegnet. Aber ich habe das doch getan. Gott gesagt, ich muss dich, wenn ich eine Lektion lernen, du kannst nichts. Sagt Paulus auch in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, den mich mächtig macht, Christus. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus Christus in Johannes 15, Vers 5. Und einige von euch müssen das auch noch lernen, vielleicht Jahre nachdem ihr errettet seid. Ohne Jesus kannst du nichts tun. An Gottes Segen ist alles gelegen. Er kann sein Segen geben, er kann sein Segen wegnehmen. Aber an uns ist dann zu sagen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir können loben bleiben. Weil unser Haus ist nicht ein Haus hier auf Erde. Wir sind Pilger, wir ziehen durch. Und einmal soll den Herrn Jesus Christus das Haus, was in uns vorbereitet, uns einziehen lassen im neuen Jerusalem, ein Haus von reines Gott. Das ist, wo wir gehören. Wir ziehen nur durch. Vielleicht möchte der Herr deine Aufmerksamkeit ziehen in diese Corona-Zeit, dass du lernst, deinen Blick nach oben zu halten. Zu wissen, du bist nur ein Pilger. Du ziehst nur durch. Und das, was du für Jesus tust, das bleibt für ewig. Der Rest verbrannt oder bleibt hinten. Möge der Herr euch segnen in dieser Zeit und möchte noch mit einem positiven Notiz abschließen in Job 42, Vers 10. Nachdem er die Buße getan hat, und der Herr wendete das Gefängnis Jobs, da er bat für seine Freunde. Und der Herr gab Job zweifältig so viel, als er gehabt hatte. Das ist Gott. Er möchte dich segnen. Er kann etwas wegnehmen, um dich doppelt zu segnen. Das will nicht zeggen, immer in diesem Leben, das kann auch nach diesem Leben sein. Vielleicht hast du einiges verloren, ich sage immer, wenn er es nun mal in Mission investiert hätte, da war es auf einer Bank im Himmel, wo nichts, niemand etwas wegnehmen konnte. Wenn es Aktien sind und andere Dinge sind, kannst du nicht mitnehmen. Die gewinnen an Wert, die verlieren an Wert. Es ist zeitlich, es ist nicht ewiglich. Investiere in die Ewigkeit. In Zeit, in Gottes Wort, ins Gebet. Versuche noch in den letzten Tagen das Evangelium der Gnade Gottes rauszukriegen. Und wenn du selber nicht gehen kannst, betet und bitte den Herrn für einige Missionarenarbeiter, die du unterstützen kannst, als bibelgläubige Arbeiter in andere Länder, die Sprache der Kultur verstehen und als bibelgläubige dort für den Herrn eine Arbeit tun. Möge der Herr euch segnen, auch für ihnen zu beten. Wir beten für euch und wir nehmen nun eine Zeit vom Gebet, nachdem wir mit Gebet abgeschlossen haben. Vater, wir danken dir für deinen Knecht Job, für seine Geduld, für seine Kraft und Unterordnung, die er bekam, wenn er dich angebetet hat. In einem Moment, wo alles verloren war und seine Frau ihm beratete, um Gott zu verlassen.
Er blieb treu, aber er musste lernen, sich selber nicht zu rechtfertigen. Ich bete, wenn jemand mehr ist, der noch nicht von neuem geboren ist, dass er lernt und sieht, die eigene Gerechtigkeit, die eigene Religion kann nicht retten, nur Gottes Gerechtigkeit, Jesu Christi in seinem Blut kann Vergebung der Sünden und Rechtfertigung geben. Vater, wir danken für deine Gnade, wir beten für eine gesegnete Gebetszeit und hilf uns, wie Job, dich zu loben, zu preisen, aber vor allem anzubeten, bevor wir dir einiges fragen. Das beten und fragen wir alles in Jesus Christus Namen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit und wir hoffen, am Sonntag um 10 Uhr, Sonntagsschule um 11 Uhr wieder da zu sein, auf Deutsch für euch per Livestream. Und auch wahrscheinlich per Livestream in YouTube, Gottes Segen. Auf unserem Kanal Bibelbaptisten Gemeinde.